nicht allein. Bei den Göttern! Zurück! Sie machte sich bereit für ihren ersten echten Kampf. Ja, sehr nice. Wir dürfen direkt fighten. Finde ich gut. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind heute mal wieder live und wir werden heute Immortals Fenyx Rising zocken. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich auf jeden Fall. Ich habe mich schon auf das Game gefreut. Hab's schon eine ganze Weile, aber ich bin mit meinem Stream-Setup einfach nicht vorwärts gekommen. Deswegen erst heute. Wir starten auch gleich mal, wenn er denn meine beliebige Taste annimmt. So, sehr schön. Und dann schauen wir einfach mal, was auf uns zukommt. Ich habe es schon mal einen ganzen kurzen Moment angezockt, aber wirklich nur so 2-3 Minuten, um einfach mal zu schauen, was so auf uns zukommt. Sah im ersten Moment erstmal recht nice aus. Von daher, ich bin gespannt. Und jetzt haben wir hier geile Ladezeiten. Naja, den kleinen Moment werden wir noch irgendwie hinkriegen. So hoffe ich. Eigentlich müsste er relativ zügig laden. Sollte man meinen. So, da haben wir es. Deswegen, genau, ich habe schon gesagt, ich habe schon einmal angefangen zu zocken, deswegen gibt es jetzt hier die Option mit Fortsetzen. Wir fangen natürlich von vorne an. Zusatzinhalte, den ganzen Kram, gönnen wir uns jetzt mal nicht. Wir fangen einfach mal ein neues Game an und schauen mal, was auf uns zukommt. So, neues Spiel starten. Wenn du ein neues Spiel startest, werden deine aktuellen automatisch gespeicherten Spende überschrieben. Möchtest du wirklich fortfahren? Ja, möchte ich. Wir zocken auf normal. Du willst sowohl die Story als auch eine spielerische Herausforderung genießen? Ja, genau, das will ich. Dies ist der hervorragende Schwierigkeitsgrad für das Spiel. Standard, bla bla bla. Machen wir. So, jetzt werden wir wahrscheinlich noch einen Charakter erstellen. Oder auch erstmal nicht. Wir gucken erstmal zu. Heilige Mutter, weise Athena, mächtiger Poseidon, Erderschütterer. Treue Artemis, die nie ihr Ziel verfehlt und selbst das Herz eines Kolibris durchbrochen könnte. Nichts als Schweine. Allesamt, ich kann dich sehen. Komm näher! Hilf mir! So hilf mir doch! Irgendjemand! Nichts hiervon ist deine Schuld. Du bist das Opfer, wie alle Sterblichen, erschaffen von Narrenhand. Zerbilder eines gesprungenen Spiegels, siehe deine Götter. Diese hier tötete 6 Kinder, um ihre Wut zu stillen. Sie streiten, brennen vor Neid, betrügen. Kämpfen, morden. Sie sind grausam, rachsüchtig, egoistisch. Und, wie die Verse des Achilleus, werden ihnen diese Schwächen zum Verhängnis. Wir sind solche Laster fremd. Der Rest ist gefallen. Nur einer steht noch zwischen mir und der Wiederherstellung des Olymps. Nur der übelste, arroganteste, engstirnigste, anmaßendste Sohn von Kronos, der mich unter die Erde verbannte. Der einzige wahre Zeus! Wie ich dich vermisst habe, Prometheus, liebster meiner Vetter. Du ließest mich hier festketten, wo ein Adler meine Leber frisst. Aus Liebe! Aha. Du brauchst Hilfe. Typhon ist frei. Du standest auf Seiten seiner Verbündeten, der Titanen. Überzeuge ihn aufzugeben. So einfach ist das nicht. Er blockiert sogar meine Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Ich sehe nichts außer ihm. Ich kann nicht. Er hat meinen Blitz. Er nahm mir alles. Selbst die anderen Götter sind weg. Geh zu den Sterblichen. Vergebens.
Diese boshaften, dummen und geschmacklosen Parasiten wurden zu Stein verwandelt. Einer dieser Parasiten wird dir den königlichen Arsch retten. Ich lasse mir meinen hübschen Arsch höchstens küssen. Und Sterbliche werden nie was anderes sein als ein großer Fehler. Willst du darauf wetten? Wenn ich recht habe, war es wohl eher ein Segen, ihn das Feuer zu bringen und ihr Überleben zu sichern. Findest du deine Strafe ungerecht? Sie ist etwas extrem. Lässt du dich darauf ein? Wenn du gewinnst, setze ich die Strafe aus und du bist frei. Doch, gewinne ich, hilfst du mir, Typhon aufzuhalten? Koste es, was es wolle. Also gut. Möge die Geschichte von Phönix meine Erlösung sein! Oh nein, eine deiner Geschichten. Wie lange wird es diesmal... Die Geschichte beginnt auf dem Meer. Ein Schiff mit Soldaten kehrt von einer fernen Schlacht zurück. Doch ein plötzlich aufziehender Sturm trübt ihren Triumph. Die See wogt und wütet. Wellen türmen sich auf. Die Grenze zwischen Himmel und See verschwindet. Die Gipfel der Wellenberge schlagen um und bilden Täler so tief wie der Tartaros. Du trägst aber ganz schön dick auf. Das ist Kunst, wie dem auch sei. Das Schiff hatte keine Chance. Am Morgen ging die Sonne über den wenigen Überlebenden auf. Dort unter den unbedeutenden Schildträgern gab es ein Menschenkind, das von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hätte. Warte, sage es nicht! Okay, jetzt sind wir also in der Charaktererstellung. Sehr schön. Sieht also vom Setting her erstmal sehr, sehr nice aus, finde ich. Griechische Mythologie stehe ich eh drauf, so à la God of War. Von daher, ich freue mich. So, wie wollen wir sie denn aussehen lassen? Kurze Haare, Pferdeschwanz. Spielen wir eine Frau, spielen wir einen Mann? Ich glaube, wir spielen eine Frau. Wir spielen sonst immer Kerle. Von daher würde ich diesmal tatsächlich ein Mädel zocken. So. Ach komm, ich finde das eigentlich ganz ansprechend. Ja, läuft. So, was nehmen wir denn für Haarfarbe? Rot wäre der Klassiker. Die Farbe kalt, verkohlt, grün wie wenn Poseidon Seekrankel wie Feuer. Die pures Feuer. Ach komm, wir nehmen mal blaue Haare. Warum nicht? So, weil hier gibt es noch mehr. Ich bleib dabei. Okay, so. Das heißt, wir gehen zurück. Bart für ein Mädel, glaube ich eher nicht. Ja, die haben wir. Gar keine Augenbrauen. Sieht auch gut aus. Ich glaube... Oh, ich habe keine Ahnung, ey. Es sind einfach nur Augenbrauen, meine Güte. So, okay, komm, nehmen wir die. Und Gedöns im Gesicht. Denke ich nicht. Eine Narbe. Was ist das? Ach so, sie hat da oben über der Augenbraue eine Narbe und am Kinn. Und hier hat sie eins an der Narbe an der Seite und hier, glaube ich, auf der Nase. Oh, da auf der Wange, okay. Ah, nee, weiß ich nicht. Komm, brauche ich nicht. So, Stimme. Der Sturm! Aufwachen! Ich muss aufwachen! Ist das nicht eine Männerstimme? Der Sturm! Aufwachen! Ich muss aufwachen! Passt schon eher. Okay. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, passt das? Wobei, nehmen wir blaue Haare? Wir nehmen blaue Haare, passt schon. So. Da, jetzt anfangen zu zocken. Sie ganz deutlich. Die geringste unter ihnen war eine Schildträgerin, die von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hatte. Jemand, der Geschichten erzählt, doch niemand, der sie erlebt. Phönix. Was für ein Name. Phönix. Klingt wie das Geräusch, das ein dummer Vogel macht, ehe er sich selbst entzündet. Und das wäre ja lächerlich. Obwohl,
Ich sollte das aufschreiben. Angespült an einer fremden Küste erwachte Phoenix. Wenn ich den Strand verlassen will, muss ich diese Klippen erklimmen. Sehr schön. Wir dürfen uns endlich bewegen. Okay, was können wir denn? Okay, schleichen. Ausweichen. Waffe haben wir keine. Klettern geht auch scheinbar. Ah, okay, nice. So, bei geringer Gesundheit kannst du... Wenn du weniger Ausdauer hast, kannst du... Okay. So, und irgendwie wurden wohl auch irgendwelche Crafting-Materialien schon hinzugefügt. Keine Ahnung. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um und schauen mal, was so geht. So, das Hüpfen sieht irgendwie albern aus. Okay, klettern können wir. Ja, genau. Und ist hier, glaube ich, auch so ein bisschen wie bei Zelda. Ich kann jetzt nicht nochmal springen, um mehr Höhe zu gewinnen. Aber es scheint so zu sein, dass wenn wir hier entsprechend Ausdauer verlieren und nicht mehr genug haben, dass wir wahrscheinlich runterfallen. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ich kann auch nicht abspringen. Oh, doch, kann ich. Man fragt mich mal, wie ich das gemacht habe. Keine Ahnung. Gut, wir gehen erstmal weiter. Wir schauen mal. So, die Frage, ob es Sachen im Startgebiet gibt, die man übersehen kann. Ich vermute eigentlich eher mal nicht. Ich glaube, hier geht es nur darum, ein bisschen Steuerung und dass man halt klettern kann. Und naja, das Übliche halt. Da oben haben wir quasi so eine Art Radar und da wird uns auch schon angezeigt, wo wir hin müssen. Warten wir mal, bis sich das wieder aufgeladen hat. Phoenix sah ihren Schiffsführer und die Soldaten in der Ferne. Durch einen Streich des Lichtes wirkte es beinahe, als würden sie ihr zuwinken. Phoenix, du wieder! Du magst nicht wie dein Bruder Lykyron sein, aber ich mach schon noch was aus dir. Halt meinen Schild. Lass ihn dieses Mal nicht fallen. Ich hab dich gar nicht gesehen. Gib nichts auf ihr Gerede. Die sind nur neidisch. Nicht jeder kann einen Bruder haben, so wie du ihn hast. Lohagos! Lohagos! Kannst du mich hören? Du bist so kalt. Was ist das für ein Zauber? Lykyron? Wo bist du, Bruder? Allein und unbewaffnet war Phoenix verwundbar. Ich muss ruhig bleiben und an meine Ausbildung denken. Erst einmal, als ich das gesehen habe, musste ich irgendwie an Pompeji denken. Aber das wird hier sicherlich was anderes gewesen sein. Und kein Vulkanausbruch, aber keine Ahnung. Wir werden es sicherlich noch rauskriegen. Das Schwert meines Bruders. Schwert, sehr schön. Nein! Was heißt dir nein? Ich finde es gut, dass wir ein Schwert kriegen. Du warst immer mein Held. Mein Polarstern. Ich bringe dich zurück. Versprochen. Noch nie hatte Phoenix das heilige Schwert, ein Geschenk von Achilleus für Tapferkeit in der Schlacht, anfassen dürfen. Es lag in ihrer Hand, als wäre es für sie angefertigt worden. Achilleus Schwert? Ihr Bruder konnte bestimmt gut kämpfen. Stimmt was nicht mit deiner Stimme? Ich habe kein Schwert bekommen. Ich sag's ja nur.
Phoenix, hör auf. Sie war nicht allein. Bei den Göttern! Zurück! Sie machte sich bereit für ihren ersten echten Kampf. Ja, sehr nice. Wir dürfen direkt fighten. Finde ich gut. Ja, und läuft doch schon mal nicht schlecht. Ja, geht gut von der Hand. Geht gut von der Hand. Nice. AOE ist auch da. Läuft. Ja, ausweichen geht. Such dir einen guten Aussichtspunkt. Das war's schon? Okay, ich glaube, wir folgen erstmal den Vorschlägen des Tutorials. Das heißt, kann ich irgendwie rennen? Oder ist das hier Max Speed? Ich kann hier nur mit dem Ausweichen nach vorne. Götterbote. Okay, also das ist übrigens der Stand, bis wohin ich es vorgezockt hatte. Genau die vier Gegner hatte ich gekillt. Und dann habe ich es wieder ausgemacht. Das heißt, ab jetzt ist ich hab noch nie so alles eine neu. Große Statue von Hermes gesehen. Wer sie wohl erbaut hat? Von Gefahren umgeben und ganz allein war unsere Heldin dennoch entschlossen, die Soldaten und ihren Bruder zu retten. Langweilig! Schenken wir uns den Teil. Nein, das ist sehr wichtig für die Atmosphäre. Wir wollen also alle retten, wie immer. Und wird es jetzt hier so sein, dass es quasi Aussichtspunkte wie bei Assassin's Creed gibt? Wahrscheinlich, oder? Anzunehmen. Wir haben nicht so viel Ausdauer. Alter Freund, es ist mir eine Ehre, dich endlich persönlich zu treffen. Sag nur niemandem, dass ich mit dir geredet habe. Ich habe schon mehr als genug Ärger, weil ich lieber Geschichten auswendig lerne, statt die Felder zu bestellen. Und die anderen Soldaten erst. Also, die wissen gute Geschichten wirklich nicht zu schätzen. So, und was ist das da hinten, da oben? Ist das unser Aussichtspunkt oder ist das nochmal was Spezielles zum Einsammeln? Wir werden's sehen. Find's ein bisschen blöd, dass man während man klettert nicht springen kann, um noch ein bisschen extra Weg zu überbrücken. Aber los, hoch mit dir, Mädel. Okay. Oh, nice. Also ich find's ja schon geil. Also das Spiel war auf jeden Fall für mich ein Must-Have oder ein Must-Play oder wie auch immer. Griechische Mythologie und in diesem Bereich, ich find's einfach geil. Also klar, eigentlich eher lieber so God of War und Götter killen, aber ja, meinetwegen retten wir sie halt auch. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Ambrosia. Was ist das? Es riecht wie Honig. Und der erste Frühlingstag und mein erster Kuss. Alles auf einmal. Sammle Ambrosia und Phoenix. Sich jetzt auch Ambrosia rein? Prometheus! Angst, deine Wette zu verlieren, Zeus? Bitte! Sie kann eh nicht damit umgehen. Noch nicht. Okay, also Ambrosia war es wohl irgendwie, um, um HP aufzufüllen. Und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier noch, HP aufzufüllen, um die Max-HP aufzufüllen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier hoch müssen. Ich dachte nur wegen Aussichtspunkt. Such dir einen guten Aussichtspunkt und sieh dich um. Ah, ich muss auf den Kopf, alles klar. Na, herzlichen Glückwunsch. Komme ich denn jetzt hier runter? So. Okay. Das mit dem Ambrosia, das schauen wir uns gleich mal an. Ich sehe überhaupt nicht, wo ich hinkletter. Da ist gut. Wie lässt man jetzt los? So, okay, sehr gut. Ein bisschen aufpassen, wo wir hintreten. Wir werden dann also Abruf auf den Kopf. Ja, und das wird dann wahrscheinlich so ein Aussichtspunkt sein wie bei Assassin's Creed, ne? Mal schauen, ob das dann genauso funktioniert, dass man irgendwie bestimmte Sachen freischaltet. Wir gucken mal. Phoenix Schicksal wurde immer klarer. Bisher hast du mir nur eine Sterbliche gezeigt, die einen Kampf überstanden hat. Und Typhon wird mit jeder Stunde stärker. Spiel nicht mit mir, Prometheus. Ich schwöre dir, diese Kriegerin ist unsere Rettung. Denn wenn sie scheitert und Typhon uns besiegt, Zeus, König der Götter, wird die Welt ins Chaos stürzen. Ein Tempel des Apollon.
Vielleicht gibt es dort ein Orakel oder einen Seher, der mir helfen kann. Ein Greif? Aber die gibt es doch gar nicht. Lass mich los! Hilfe! Hey! Ich rette dich! Ich komme! Da muss er was vorgenommen. Ich muss einen Weg zu diesem Riss finden. Okay. Entdecke den Riss mit Hilfe der Fernsicht. Da muss ich hin, okay. Und jetzt RT. Gewölbe des Tartaros entdeckt. Alles klar, beendet die Fernsicht. Geht wieder so, ja? Ach du großer Gott. Ah, es ist also wie bei Assassin's Creed. Wir haben jetzt einen Teil freigeschalten. Ui. Ui. Okay. Umfangreiches Game, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt hier das Anfangsgebiet schon mal aufgedeckt. Hier haben wir den Riss, unerforschtes Gewölbe. Was ist das hier? Ach, das sind bestimmt andere Spieler. Okay, ja, genau. Die haben da irgendwas geteilt. Und Symbol durchschalten mit L. Nee. Da kann ich reinzoomen. Hm. Schnell speichern. Legende. Verfolgtes Ziel. Ja, gut, okay. Ist egal. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an. So. Wie komme ich runter? Wobei, wartet mal. Der Tempel. Kann ich da reinspringen? Ich will nur mal kurz was gucken. Wir haben ja Ambrosia eingesammelt. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Wie bin ich denn in das Menü reingekommen? So? Nee, so nicht. So? Ja. Inventar. Okay. Wir haben unser Schwert bekommen. Gut, da werden wir noch kein anderes haben, ist klar. Und wo war das jetzt mit dem Ambrosia? Fähigkeiten. Ach du großer Gott. Wertkombo, genau, die haben wir schon gemacht. Soweit so Standard. In der Nähe eines nichts an den Gegners. Okay, ein schwungvoller Angriff. Wo ist denn das mit dem Ambrosia jetzt? Es hieß doch irgendwie, wir könnten Ambrosia zu uns nehmen, da oben. Damit kannst du deine maximale Gesundheit erhöhen. Du findest das überall auf der Goldinsel. Heißt das jetzt, wir haben das schon genommen, weil wir es gesammelt haben und dadurch haben wir mehr HP? Das hier, Bewaffnung Nummer 2, Bewaffnung Nummer 3, okay. Hm. Kann ich das irgendwie nehmen? Nö. Gut, egal. Wir fangen erstmal an und ich gucke mal, ob ich jetzt da runterhopsen kann oder ob uns das wehtut. Sie hat was gesagt von wegen der Tümpel. Da oben steht's auch. Spring in den Teich unter dir. Okay, wir springen. Felix spürte Legions Klinge bei jedem Schritt. Ihr Gewicht erinnerte sie an die Verantwortung, die auf ihr lastete. Du gabst dein Schwert Legion? Oh, Achilleus. Ich habe nie verstanden, warum du erwartet hast, Achilleus würde dir sein Schwert geben. Oh, als Opfergabe. Als ganz gewöhnliches Opfer von jemandem, der dir tief in die Augen geblickt und gesagt hat, du wärst etwas Besonderes. Das ist alles. Ich legte eine Rose auf seinen Panzer. Ich hab da was im Auge. Erzähl weiter. Okay. Also sehr elegant, wie sie darunter gesprungen ist mit dem Hechtsprung. Ich find's ganz nice mit dieser Geschichte, dass Zeus im Hintergrund immer mal noch zu hören ist. Gibt's hier irgendwie eine Möglichkeit zu rennen? Nee, ne? Guck mich mal so ein bisschen rechts und links um, ob man irgendwie noch was findet oder ob vielleicht noch der ein oder andere Gegner spawnt. Wäre auf jeden Fall nice. Wer hat euch das angetan? Nun lass diese Gefühlsduseleien und komm zu dem Punkt, wo was passiert. Na schön. Das ist schon viel besser. Okay, sehr schön. Ach, parieren können wir auch, okay. Ah, okay, nice. Der Adamantsplitter von Typhons Scherben, das Metall der Götter, wurde förmlich von Phönix angezogen, als wollte er von ihr zu etwas Größerem geschmiedet werden. Aha. Welcher Adamantsplitter? Ich habe einen Granatapfel eingesammelt. Gut, sei es drum, wir gehen jetzt mal darüber. Oh, da unten sind noch mehr Gegner, sehr schön. Ah, nice. Ausweichen letzter Sekunde gibt eine Art Bullet Time.
Also ich muss sagen, momentan gehen die Kämpfe echt ganz gut von der Hand. Ja, zockt sich ganz gut. Ich bin gespannt, ob es noch stärkere Gegner gibt. Aber bestimmt. Wir sind ja gerade noch am Anfang. Versuche das seltsame Licht auf der kleinen Insel. Okay, so tun wir. Aber so großartig Sachen zum Einsammeln finde ich erstmal nicht. Also wir haben ein paar Pilze gesammelt, ja gut. Hallo? Kannst du mich hören? Ich komme! Ich hab deine Axt! Phoenix näherte sich der Axt, die nach ihr zu rufen schien. Sieht aus wie die Axt von Atalante. Muss eine Kopie sein. Obwohl... Doch bevor Phoenix sie erreichte, wurde die Axt von einer unheimlichen Kraft in den Abgrund gerissen. Wer klopft da an meiner Tür? Niemand? Glaubst du, dieser alte Trick funktioniert bei mir? Komm in meine Stube, sagte der Kyklop zum Seemann. Okay. Eine Axt wäre auch interessant. Ich habe ehrlich gesagt vorhin gedacht, der Typ hat einen Besen in der Hand. Gut, Besen ergibt nicht wirklich viel Sinn, aber sah so aus. So, können wir da jetzt reinspringen? Und Geronimo. Sehr schön. Das war dann wohl Phoenix Ende. War genau, Spiel ist zu Ende. Geschichte. Ehrlich gesagt hatte sie ein paar Längen hier und da, aber mit dem Ende hast du mich gekriegt. Doch nun begleiche deine Schuld. Es wird Zeit, dass du mir gegen Typhon hilfst. Es ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like oder Abo da. Oder besuch mich auf Twitch. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Video oder Livestream. Tschüss.